Letztes Mal haben wir metrische Räume angeschaut und wir haben gesehen, wie offene Mengen definiert werden mittels einer Metrik. In topologischen Räumen sind eben genau die offene Menge der Ausgangspunkt. Also wir werden definieren oder feststellen, was offene Mengen sind und nur mit Hilfe dieser offenen Mengen Begriffe definieren wie Stetigkeit, Konvergenz und so weiter. Also die Definition von einer Topologie ist folgendermaßen: Sei x eine Menge, also das wird der topologische Raum sein, eine Teilmenge tau der Potenzmenge von x heißt eine Topologie, falls drei Eigenschaften gelten. Also O1 für die offene Menge, die leere Menge ist in dieser Topologie enthalten und der ganze Raum auch. Beliebige Vereinigungen von Mengen in Tau gehören auch und endliche Durchschnitte von Mengen in Tau gehören auch zu Tau. Also diese drei Eigenschaften hatten wir auch letztes Mal und das wurde dann bewiesen mittels der Metrik. Jetzt sind sie eben genau die Definition der Menge der offenen Mengen. Also Topologie heißt genau die Menge der offenen Mengen. Erst damit ein topologischer Raum und Tau ist die Menge der offenen Mengen in X. Noch ein bisschen Definition. Wenn wir zwei Topologien haben, T1 und Tau2 sind beide Topologien sind und Tau1 ist eine Teilmenge von Tau2, so heißt Tau2 feiner, auch schärfer als T1. Und ja, T2, nein, T1 heißt gröber, auch schwächer als T1. Habe ich das? Habe ich T2. Okay. Also Beispiele. Beispiele.
Ja, wie schon gesagt, die Menge der offenen Mengen in einem metrischen Raum sind eine Topologie. Spezialfall. X ist Rn, D2 ist euklidische Metrik, dann ist die zugehörige Menge der offenen Mengen. Das ist eben die euklidische Topologie. Dann noch mal ein Beispiel. Es kann auch sein, dass Tau ist genau die Potenzmenge. Also alle Mengen sind offen. Das ist die feinste Topologie, die man kriegen kann. Und also die kommt von der diskreten Menge, diskreten Metrik. Heißt also, die diskrete Topologie. Also das ist die feinste Topologie. Die gröbste Topologie, in der gröbsten Topologie sind nur zwei Mengen enthalten. Nur leere Menge und der ganze Raum. Und diese heißt mal triviale oder auch Klumpentopologie. Noch ein weiteres Beispiel. X enthält nur zwei Punkte, 1 und 2, und die Topologie enthält nur drei Mengen. Die leere, die Menge mit nur 1 und der ganze Raum. Ja, das ist auch eine Topologie. Es erfüllt diese drei Eigenschaften. Aber in diesem Fall gibt es keine offene A, die 1 enthält, und B, die 2 enthält, so dass A und B disjunkt sind. Denn ja, es gibt zwar zwei Mengen, die 1 enthalten, nämlich 1 und der ganze Raum, aber die einzige offene Menge in Tau, die 2 enthält, ist der ganze Raum. Und das heißt, dass B und A mit dieser Eigenschaft nie disjunkt sein können. Und das heißt, diese Topologie ist nicht Hausdorff.
Es hat die Hausdorff-Eigenschaft nicht. Und deswegen nicht, wie das heißt, metrisierbar. Metrisierbar. Das heißt, es gibt keine einzige Metrik auf diesem Raum, sodass die offene Menge bezüglich dieser Metrik genau tau sind. Das kann eben nicht. Okay, jetzt wissen wir, was offene Mengen sind. Die haben wir eben definiert, indem wir eine Topologie definiert haben. Abgeschlossene Mengen geht als folgt. Eine Menge A in einem topologischen Raum x tau heißt abgeschlossen falls das Komplement offen ist, also falls das Komplement zu tau gehört. Und dann haben wir die analoge Eigenschaften wie O1 bis O3. Also es gilt A1, die leere Menge und der ganze Raum sind abgeschlossen. Also die leere Menge und der ganze Raum sind sowohl abgeschlossen als auch offen. A2, beliebige Durchschnitte von abgeschlossenen Mengen sind abgeschlossen. Und endliche Vereinigungen von abgeschlossenen Mengen sind wieder abgeschlossen. Okay, jetzt, dass wir wissen, was offene und abgeschlossene Räume sind, können wir die folgenden Sachen definieren. Der Abschluss einer Menge E im Raum ist der kleinste abgeschlossene Menge, die E enthält. Und in Formel ist das E und der Strich für Abschluss ist genau der Durchschnitt von alle F, die Obermenge von E sind und F ist abgeschlossen. Okay, also all diese F sind abgeschlossen, das ist also der Durchschnitt auch. Und damit ist es gleich der kleinste abgeschlossene Menge, die E enthält. Das Innere von E ist die größte offene Menge, die in E enthalten ist. In Formel, wir schreiben mal einen kleinen Ring auf E und meistens auch so. Das ist eben die Vereinigung von alle offenen Mengen G
die in E enthalten sind, und G offen. Okay, also hier haben wir eine Vereinigung von offenen Mengen, selbst also auch offen. Und es ist die größte, die noch immer in E enthalten ist. Und dann der Rand von E ist eben bezeichnet wie diese krumme D Delta oder D von E ist genau der Differenz zwischen dem Abschluss und dem Innen von E. Dann haben wir die folgende einfache Eigenschaften. Werde ich nicht beweisen, aber das ist schon wohl klar, würde ich sagen. Wenn A kleiner ist als B, dann gilt auch, dass der Abschluss in Abschluss von B enthalten ist. Zweitens, wenn ich den Abschluss nehme und dann nochmal, dann ist er schon gleich dem Abschluss von A, denn das ist schon der kleinste abgeschlossene Menge, die A enthält. Also wenn ich nochmal davon der kleinste, abgeschlossene Obermenge nehme, dann ist er schon gleich der Abschluss. Und genauso das Innere des Inneren ist gleich das Innere. Und 3. Unter Vereinigungen geht es so. Abschluss der Vereinigung ist der Vereinigung der Abschlüsse. Und wenn ich das mit Durchschnitte nehme, dann kann ich das Innere nehmen. Das ist Durchschnitt vom Inneren von A durchschnitten mit das Innere von B. Machen wir nochmal ein Beispiel. Vielleicht sollte ich das gleich eine Proposition nennen. Im euklidischen Raum, das heißt x ist Rn, und die Metrik ist die euklidische Metrik, gilt ja. Die Epsilon-Kugel eines Punktes, das ist nochmal genau die Punkte y im Raum, sodass die Abstand zwischen x und y kleiner ist als Epsilon, ist tatsächlich offen. Zweitens, wenn ich den Abschluss nehme, dann bekomme ich genau die Menge der Punkte, deren Abstand zu x kleiner gleich Epsilon ist. Und damit haben wir auch, dass der Rand diese Epsilon-Kugel ist genau die Menge der Punkte, sodass die Abstand zwischen x und y genau Epsilon ist. Na, das sieht ziemlich klar aus. Und vor allem die erste Aussage haben wir schon bewiesen. Aber ich mache das doch mal im Ganzen, weil dies, ja, ich möchte das doch mal den Beweis zeigen und auch mal ermitteln, dass das wirklich braucht, dass das ein euklidischer Raum ist. Das gilt nicht für jede metrische Raum. So, das Bild, was hier zugehört, ist hier mal x. Dann haben wir hier diese Epsilon-Kugel. Das heißt, dass diese Radius gleich Epsilon ist. Also wir fangen mal mit dem Beweis an. Dann erstmal Beweis von A. Also sei y gewählt in diese Kugel. Das heißt, y ist irgendwo hier.
Und wähle Delta ist eben Epsilon minus Abstand x und y. Und wir wissen, das ist positiv, denn dieser Abstand ist kleiner als Epsilon. Dann gilt, dass es noch eine Google rund y gibt, die in b epsilon von x enthalten ist. Also es gibt eine Kugel, bis in diesem Fall hat Radius Delta von y ist noch in diese Epsilon-Kugel von x enthalten. Ja, eben weil, falls z in dieser kleineren Kugel liegt, falls z in, dann wissen wir, dass der Abstand zwischen x und z wegen des Dreiecksungleichungs ist das kleiner als x y plus Abstand y z. Und das ist eben kleiner als dxy. Ja, und was ist die Abstand zwischen y und z? Ja, weil z in dieser Kugel liegt, ist es kleiner als Delta, und Delta ist Epsilon minus dxy, und das ist eben Epsilon. Und damit ist Teil A bewiesen. Und dann gehen wir weiter mit Teil B. Na, erstmal, falls y außerhalb dieser Kugel liegt. Y liegt nicht in dieser Epsilon-Kugel, dann wissen wir, dass die Abstand xy minus Epsilon, das möchte ich noch anders schreiben. Falls die Abstand zwischen x und y größer ist als Epsilon, so gilt, dass für Delta ist eben Epsilon minus dieser Abstand, ist noch positiv, dass die Delta-Kugel rund y, die Epsilon-Kugel rund x nicht schneidet. Also, in diesem Fall habe ich Delta so gewählt, dass das der Radius ist. Und dann sieht es so aus. Beweis geht eigentlich genau wie hier, nur dass man statt die Dreiecksungleichung die umgekehrte Dreiecksungleichung verwendet. So, also Beweis wie Teil A. Aber damit ist die Menge von allen Punkten y, so dass die Abstand zu x kleiner gleich Epsilon, ist abgeschlossen. Ja, warum ist das? Naja, wenn y nicht in dieser Menge liegt, dann heißt es, dass die Abstand größer als Epsilon ist. Und wir haben eben gesehen, dass, was das der Fall ist, dass y ein innerer Punkt ist vom Komplementen. Also es hat noch diese Kugel rund sich, die Menge b epsilon nicht schneidet. Also das Komplement ist offen, und damit ist diese Menge selbst, das heißt, wo die Abstand kleiner gleich epsilon ist, abgeschlossen.
Okay, das heißt, es ist damit eine abgeschlossene Obermenge von der Epsilon-Kugel rund x. Und jetzt möchten wir zeigen, dass es auch die kleinste abgeschlossene Obermenge ist. Und sei A auch Obermenge von Epsilon in diese Menge enthalten. Und wir möchten zeigen, dass A genau gleich dieser Menge ist. Naja, das ist schon eine Teilmenge. A ist eine Teilmenge von diesem, von dieser Menge. Also sei, und das ist ein Widerspruchsbeweis, sei Z in diese Menge, das heißt, sei Z so, dass dieser Abstand zu x genau Epsilon ist, aber Z liegt nicht in A. Also, Z liegt irgendwo hier, andere Farbe. Dann gilt für jedes Delta dass, wenn ich mal einen Punkt auf diese Strecke nehme, so dass dieser Abstand Delta ist, und welcher Punkt ist das, dann gilt das, nennen wir mal W, ist A 1 minus Delta mal X plus Delta mal Z. Dann gilt, dass dieser Punkt in diese Kugel enthalten ist. Okay. Aber was wissen wir von diesem Punkt? Der Abstand zwischen x und w ist kleiner als epsilon, und der Abstand zwischen w ist genau Delta. Also z liegt in der Epsilon-Kugel rund x, ja, w, ich schreibe das immer falsch, ich mache das nochmal, Abstand yw ist Delta, also z, w liegt in der Epsilon-Kugel rund x und auch in der 2-Delta-Kugel rund z.
Das zeigt eben, dass x minus a, also das Komplement von a, ist nicht offen. Eben weil z, nicht in 1, ist kein innerer Punkt von Komplementen. Und wenn das Komplement nicht offen ist, dann gilt, dass a ist nicht abgeschlossen. Und damit haben wir den Widerspruch mit der Aussage, dass es einen Punkt z hier auf dieser Abstand gibt, nicht in a liegt, also so ein z gibt es nicht. Also a ist dieser Abschluss, ist tatsächlich die Menge von alle y mit Abstand kleiner gleich epsilon zu x. Na, dann haben wir noch eine Zeile für c. Das ist einfach. Der Rand von dieser Kugel ist definiert wie Abschluss minus das Innere, aber weil diese Kugel schon offen ist, ist das Innere einfach die Kugel. Ja, und das sind alle Punkte mit Abstand kleiner gleich Epsilon, das sind alle Punkte mit Abstand kleiner als Epsilon. Dann bleiben nur die Punkte übrig, die Abstand zu x genau gleich Epsilon haben. Und damit ist dieser Beweis zu Ende. Ja, dann habe ich noch eine Bemerkung dazu. Ich habe schon gesagt, das gilt eigentlich nur für euklidische Räume. Na, es gibt auch für andere Räume, aber nicht für alle metrische Räume. Das wäre vielleicht eine schöne Aufgabe. Versuche mal einen metrischen Raum zu finden, in dem diese Eigenschaften eigentlich nicht gelten. Ich habe noch weitere Eigenschaften. Eines topologischen Raumes. X tau. Das Innere von E ist genau der Abschluss des Komplementen. Der Rand von E ist genau der Abschluss von E durchschnitten mit dem Abschluss des Komplementen. Und damit ist E ist abgeschlossen. Okay, Beweis. Das tue ich mal in der umgekehrten Ordnung. Also C, dass C aus B folgt, ist klar, weil das ist eben abgeschlossen. Das ist auch abgeschlossen. Und damit DE ist Durchschnitt abgeschlossene Menge. Und ja, es ist ein Durchschnitt von zwei abgeschlossenen Mengen, also es ist ein endlicher Durchschnitt. Und die sind eben noch immer abgeschlossen. Also wie kommt man von A nach B? Mal sehen. Das hier ist bei Definition, ist das E
Also nochmal von A nach B. Und jetzt sehe ich, dass ich ja, A ein bisschen falsch aufgeschrieben habe. Es ist eben das Komplement. Das meinte ich eigentlich. Das Komplement des Abschlusses des Komplementen. Okay, dann fangen wir mal an mit genau dieser Menge. Fangen wir an mit dieser Menge. Und das heißt, schreiben wir die Summe auf. X minus E Abschluss. Das ist also, was ich hier geschrieben habe. Und ja, das hier wissen wir nicht, was es ist, aber wir wissen, was der Abschluss ist. Was das Komplement ist. Das Komplement ist eben das innere Komplement wegen A. Und E durchschnitten mit irgendeinem Komplement ist das gleiche wie E Abschnitt. Und dann habe ich hier die Abschlüsse vergessen. Aber wenn ich die dazu schreibe, bin ich jetzt fertig, ne? Denn Durchschnitt mit Komplementen ist eben die Menge, der Abschluss von E minus das Ding da. Und ja, das ist genau by Definition der Rand. Also bleibt nur A zu zeigen. Und das geht so. X minus E Abschluss, ja, das kann man natürlich auch schreiben, E Komplement Abschluss, ist by Definition ist der kleinste abgeschlossene Menge, die E-Komplement enthält. Und damit ist das Komplement dieser Menge muss also der größte offene Menge sein, die in E Komplement, aber das ist genau E, enthalten ist. Aber dann ist das Ding ist genau das Innere von E und damit ist auch diese Eigenschaft bewiesen. Nochmal ein Beispiel. Also Beispiel X ist R, Tau ist euklidische Topologie. Und Frage, was sind, wenn ich mal die rationale Zahlen nehme, was ist das Innere von Q, Abschluss von Q und der Rand von Q? Naja, erstmal das Innere. Na, wenn ich irgendeinen Punkt x in der reelle Rechte habe und in irgendeiner offenen Kugel darum, dann enthält diese Kugel immer Punkte, die nicht rational sind. Also es gibt keine inneren Punkte von Q, denn für alle Q in Q und für alle Epsilon 0, wenn ich die Epsilon-Kugel rund Q anschaue, das enthält natürlich auch irrationale Punkte.
Und damit ist Q kein innerer Punkt. Also das Innere ist leer. Na, was ist mit Abschluss? Wissen wir, was das ist? Naja, wir wissen, dass das Ding Komplement wegen dieser Eigenschaft hier ist eben R minus minus Q. Abschluss. Okay. Okay, das mache ich doch lieber anders. Denn ebenso für jede Q nicht in Q und für jede Epsilon, wenn ich die Epsilon Q und Q nehme, das enthält rationale Punkte. Also das Komplement von Q hat keine innere Punkte. Also was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn ich den Abschluss nehme, dann muss das schon der ganze Raum sein. Denn wenn es eine kleinere offene Menge geben würde, dann heißt es, dass das Komplement von dieser kleineren Menge Punkte in Q-Komplement enthält und auch innere Punkte. Und das gibt es eben nicht. Und ja, was haben wir da? Das ist jetzt einfach. Das ist einfach Abschluss minus Innere. Das ist R minus leere Menge. Und das ist einfach R. Ja. Dann möchte ich diese Vorlesung beenden mit noch einem Beispiel, das zeigen muss, dass Topologien wirklich allgemeiner sind als Metriken. Dass es wirklich Eigenschaften geben kann in einem topologischen Raum, die in metrischen Räumen einfach nicht stattfinden können. Und diese Topologien sind manchmal ziemlich idiotisch. In diesem Fall haben wir die Sorgenfreigerade und der Raum ist einfach die reelle Gerade. Und die Topologie ist allerdings ganz anders. Die Intervalle A, B, A eingeschlossen, B nicht, für a kleiner als b sind alle offen in dieser Topologie. Und was bedeutet das? Ja, man kann sich natürlich auch fragen, was sind diese Intervalle dann? Sind die dann auch offen? Ja, die sind auch offen. Eben weil ich dieses Intervall schreiben kann als Vereinigung von Intervallen dieser Form. Weil A, B ist die Vereinigung für alle n größer als 1. A plus 1 durch n, b. Und die sind alle offen und beliebige Vereinigungen von offenen Mengen sind noch immer offen. Also dieses Intervall ohne Randpunkte sind offen. Das ist dann auch offen. Ist offen, weil, ja, das kann ich wieder schreiben als eine Vereinigung. Nämlich alle
n kleiner als a in z, sagen wir, n a. Ja, dann weiß ich noch mehr. Ist auch offen, weil diese Menge ist eben die Vereinigung für alle n größer als 1, b plus 1 durch n, sagen wir b plus n. Okay. Und dieses Intervall, na, da kann ich sagen, das ist abgeschlossen, weil, ja, es ist eine Differenz, schreiben wir so, weil AB ist das Komplement von R. Minus unendlich a, b unendlich. Also das ist offen, das ist offen, das ist also zusammen noch immer offen. Und das ist eben das Komplement. Also das ist das Komplement einer abgeschlossenen Menge und damit, das ist das Komplement einer offenen Menge und damit abgeschlossen. Naja, das Punkte. Ist auch abgeschlossen. Weil ein Punkt ist einfach ein Intervall mit n Punkte gleich a. Aber, und das ist vielleicht mehr überraschend, ist nicht offen. Es gibt keine einzige Möglichkeit, dieses Intervall zu schreiben als Vereinigung von Mengen dieser Typ. Und ist nicht abgeschlossen. Und B ist weder offen noch abgeschlossen. Und dann habe ich eigentlich die Fragen, das ist nicht eine offene Menge, was ist dann das Innere, also die größte offene Menge, die in diesem Intervall enthalten ist? Ja, es ist nicht diese Menge, denn ich habe noch eine größere offene Menge, die auch noch da enthalten ist, und das ist eben diese. Und man kann fragen, was ist dann der Rand von dieser Menge? Ja, der Rand ist diese Menge minus das Innere, und das habe ich eben genau ausgerechnet, das ist diese. Also dieses Intervall hat nur einen Randpunkt, b, in dieser Topologie. Also a ist anscheinend kein Randpunkt von dieser Menge, es ist nur b. Diese sorgenfreie Gerade ist Hausdorff. Es gibt
genügend offene Mengen, um Punkte mit offenen Mengen trennen zu können. Das heißt, wenn ich zwei unterschiedliche Punkte habe, hier, A und B, kann ich dann offene Mengen finden, die disjunkt sind und die eine Menge enthält A und die andere Menge enthält B. Ja, natürlich, ich kann ja immer das Punkt, den Punkt A plus B durch 2 wählen und dann U ist A, A plus B durch 2 ist offen, V und enthält A. Und V ist A plus B durch 2, B plus 1, auch offen und enthält B. Und O und V sind disjunkt. Also es ist tatsächlich Hausdorff. Frage ist, ist die Sorgenfreigerade metrisierbar? Na, das ist eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Also, das überlasse ich Ihnen vorläufig. Aber später in diesem Kurs kriegen wir tatsächlich die Antwort, ob die Sorgenfreigerade metrisierbar ist. Also ob es irgendeine Metrik gibt, die genau diese Topologie als offene Mengen erzeugt. Und das ist es für heute. Ich bedanke für die Aufmerksamkeit.